Heute möchte ich euch Hähnchengeschnetzeltes in Curry-Ananas-Kokossoße vorstellen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Zunächst wieder die Zutaten. Für 8 bis 10 Portionen: 1200 Gramm Hähnchenoberkeule, eine reife Ananas, 2 Zwiebeln, eine Dose Kokosmilch, 400 ml, 200 ml Sahne, 200 ml Wasser, 100 ml Ananas-Direktsaft, 6 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Würzhilfe, selbstgemacht, 2 Esslöffel Curry selbstgemacht, 2 Esslöffel Butterschmalz selbstgemacht, 1 halben Teelöffel Knoblauchmus selbstgemacht, Salz und Pfeffer. Als erstes wird das Hähnchenfleisch gewaschen und dann trocken getupft. Jetzt zu Geschnetzeltem schneiden und dann erstmal beiseite stellen. Jetzt kommt die Ananas dran. Die muss gut geputzt und geschält werden. Dann wird sie geviertelt, der Strunk entfernt und das Fruchtfleisch wird in Würfel geschnitten. Danach die Zwiebeln schälen und ebenfalls in feine Würfelchen schneiden. Das waren die Vorbereitungen, jetzt geht's ans Kochen. Einen großen Topf auf den Herd stellen, Butterschmalz rein und das erstmal schmelzen lassen. Wenn das Butterschmalz heiß ist, kommen die Zwiebeln hinzu und werden angeschmort. Wenn die Zwiebeln schön glasig geschwitzt sind, kommt das Mehl hinzu, dann mit Wasser auffüllen, alles gut verrühren. Jetzt kommt die Kokosmilch hinzu und die Ananas. Dann kommt der halbe Teelöffel Knoblauchmus dazu und alles wird gut verrührt. Mit dem Currypulver und der Würzhilfe alles kräftig abschmecken. Und schließlich noch der Ananassaft dazu. Wem die Soße noch zu flüssig ist, der kann sie mit Mehl in Wasser verrührt andicken. Die Soße erstmal beiseite stellen, eine Pfanne auf den Herd, das Fleisch würzen und in 3 Esslöffeln Mehl vermischen. 1 Esslöffel Butterschmalz in der Pfanne heiß werden lassen und dann wird das Fleisch rundherum gut angebraten. Wenn das Fleisch schön durchgebrutzelt ist, kommt es zur Soße hinzu. Gut unterrühren, gegebenenfalls auch nochmal abschmecken und dann ist das Geschnetzelte fertig. Bei uns gab es Nudeln dazu und so sieht das Ganze dann angerichtet auf dem Teller aus. Gute, deftige Hausmannskost. Apropos Hausmannskost, weitere Rezepte zur Hausmannskost findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.